Hallo ihr Lieben, ich bin schon mal Therapeut und Beziehungscoach in Hamburg, Berlin in der Nähe von Murnau. Gilt übrigens noch mein aktueller Code, 24% Code, frei 24, für 24% auf alle meine Kurse bis Sonntag. Ja, ich habe gedacht, nein, ich mach's nicht, aber ich kann nicht anders irgendwie. Ich dachte, ich muss mal ein Interview machen über Meghan und Harry. Ich sag gleich vorab, ich weiß natürlich nicht, wie es wirklich ist. Die haben ja dieses Interview gemacht bei Oprah Winfrey, aber ich wollte einfach mal, ja, ich merke, ich habe eine ganze Menge Fragen dazu. Ich würde mal sehr interessieren, wie ihr das so seht. Freue mich über eure Kommentare und ja. Auf jeden Fall habe ich da ein ganz grummeliges Bauchgefühl zu dieser ganzen Geschichte, aber gut. Vorab wollte ich mal sagen, weil sie ja sagt, dass sie da zeitweise suizidal gewesen wäre, wollte ich nur vorab sagen, also ich will euch nicht triggern mit solchen Themen, also wenn das bei jemand von euch ist, wendet euch an euren Hausarzt, Telefonseelsorge, Psychotherapeuten, Notaufnahme im Krankenhaus, nur mal das vorab. Aber gut, worum es jetzt eigentlich geht, sie hatten ja dieses Interview gegeben, nachdem sie ja jetzt, glaube ich, ein Jahr schon bald in, Kalifornien leben und so. Und ich, wo ich das gesehen habe oder Ausschnitte von einem Interview gehört habe, habe ich so gedacht, ey, also natürlich darf jeder Mensch seine Wahrheit haben. Und ich gehe auch erstmal davon aus, dass das so ihre Wahrheit ist. Aber weil sie das ja so in die Öffentlichkeit zerrt, finde ich, ja, kann man doch mal drüber reden, wie das so bei einem ankommt. Oder beide zerren das ja so in die Öffentlichkeit. Und ich persönlich finde es erstmal schwierig, wenn man sagt, boah, ich, also wir haben ja hier wieder so dieses klassische Täter-Opfer-Retter-Dreieck. Übrigens auch bei Martin Uhlemann echt ein super cooles Video. Ich glaube, es war ein neuestes, fand ich richtig gut. Aber gut, anderes Thema, Täter-Opfer-Retter-Dreieck, also ein klassisches, wo ja Täter ist, britische Königshaus, Opfer ist Meghan und der Retter ist natürlich Harry, ne? Der ist natürlich auch besonders tragisch, weil natürlich diese Sache mit seiner Mutter, die ja, ne, weiß ja jeder, und diese Angst davor, dass sowas nochmal passiert, wobei ich sehe sie da ganz anders. Also ich glaube, sie wäre gern wie Lady Di, so im Positiven, aber ich sehe sie da echt ganz anders so. Und also mich hat das schon echt, also ich weiß nicht. Also es ist dieses klassische Drama-Dreieck, was ich immer sehr bedenklich halte, weil, mal ganz ehrlich, die Rollen sind nicht so einfach gemischt in aller Regel so, ne? Also erstmal, ich meine, wir reden ja nicht davon hier vom Mittelalter, wo jemand irgendwie eine Prinzessin auf irgendeine Burg gesperrt wird und gefoltert wird, sondern, ich weiß nicht, sie ist da freiwillig hingegangen, sie konnte auch wieder weggehen. Wir reden hier vom absoluten High Society Hochadel, wo man bestimmt Einschränkungen hat, über die man sich wahrscheinlich aber auch hätte vorher informieren können. Und und damit zum riesen Tamtam weggehen und dann schmutzige Wäsche waschen und irgendwie einen 100 Millionen Netflix Deal machen. Boah, ich finde das total krass. Also ich finde es super krass und ich habe mir mal so die Reaktionen angesehen in den USA, die sind ja alle, ach ja, Mann, toll, dass sie das aufdeckt. Und aber ich meine, ich kann es natürlich, keiner weiß, was da wirklich ist. Und wenn sie da schlimme Sachen erlebt hat und sich ganz schlecht gefühlt hat, ist es natürlich, ja, schlimm. Aber ja, es ist ja auch immer die Frage, wenn wir so ein Opferthema aufmachen, ist es wirklich der andere, der uns so zum Opfer gemacht hat? Oder zeigen sich nicht Themen in uns, die einfach bearbeitet werden wollen und ja, und dieses Ereignis hat uns wieder darauf aufmerksam gemacht, so, ne, was das ja in toxischen Beziehungen ganz häufig ist. Und wenn sie das jetzt so erzählt hätten im Sinne von, ja, es ist irgendwie ganz schlimm gewesen, aber wir konnten ja daraus, weiß ich nicht, uns entwickeln und rausfinden, was wir wirklich wollten und ein neues Business aufbauen und da sind wir auch schon wieder fast froh, dass wir das so erlebt haben. Also wenn da so eine persönliche Note drin wäre, ja, ich würde noch sagen, okay,
Aber ich finde so, ich bin mir ganz sicher, mit diesem Täter-Opfer-Denken, wir kommen so nicht mehr weiter. Ich sehe das überall immer, also ganz viele dieses Opferthema breittreten und immer die anderen sind die Bösen. Und also wir müssen uns auch diesen Täter in uns angucken, sonst wir kommen nicht weiter. Selbst und wenn noch so wir im Außen Sachen erlebt, wo wir sagen, ja, da sind wir jetzt wirklich unter die Räder gekommen oder ist wirklich gut gelaufen. Natürlich kann man jetzt wieder irgendwelche Sachen sich, also ich rede jetzt mal auch speziell von toxischen Beziehungen. Natürlich kann man sich jetzt immer irgendwelche Opfersituationen, wo man wirklich sagt, ja, es ist wirklich total scheiße gelaufen und da war ich wirklich Opfer. Und aber jetzt im Rahmen von toxischen Beziehungen zumindest oder überhaupt Beziehungen ist natürlich schon oft so, ja, es auch eigene Anteile gibt oder vielleicht mal in anderen Situationen man selber mal einen Täter gelebt hat oder keine Ahnung, auch vielleicht doch irgendwie wusste, was kommt und hat es aber nicht sehen wollen oder ich weiß es nicht. Und ja, und dieses englische Königshaus, die können sich ja irgendwie auch nicht wehren so richtig, ne? Ich meine, die können da jetzt nicht so nach sich zur Oprah setzen und so ein Interview machen, so. Und jetzt habe ich ja gehört, dass die wiederum gucken oder dass es da Leute gibt, die sagen, also sie fühlen sich von Mecken gemobbt. Das ist ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es war, aber das sind ja auch so Sachen, die ich immer wieder erlebe, dass Leute sich als Riesenopfer sehen und wo man eigentlich, also wo man auch genauso gut denken könnte, boah, ist aber auch krasse Täter. Energie. Ich sage jetzt nicht, dass es bei ihr so war, ich weiß es nicht, aber klar, dann wehren die sich da vielleicht und dann wäscht aber nicht Meng schmutzige Wäsche, sondern das Königshaus wäscht schmutzige Wäsche und macht eine Schmutzkampagne. Boah, also ja, und dann wird natürlich wieder Sexismus, Rassismus, was weiß ich, Sau durchs Dorf getrieben. Ob mit Recht oder nicht mit Recht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das sind super wichtige, also nicht, dass du mich falsch verstehst, sind super wichtige Themen und wir alle wollen Gleichberechtigung in allen und dass alles, was in der Richtung ist, soll ausgeräumt werden. So, und nur, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich das gehört habe mit diesem, ja, da wurde darüber gemutmaßt, welche Hautfarbe das Kind dann hat von den beiden, habe ich so gedacht, ja, man kann das jetzt hören, man weiß ja auch nicht, wie es gesagt worden ist, man kann das jetzt hören als eine super rassistische Aussage oder als einfach sowas, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich wie sagt man das jetzt korrekt, eine farbige, sagt man, glaube ich, eine Freundin hätte, ne? Warum nicht? Super Sache, wenn ich meine nicht hätte. Und wir sind zusammen ein Kind kriegen, ja, vielleicht denkt man drüber nach, wie es aussieht, einfach nur, weil es interessiert und nicht, weil es rassistisch ist oder keine Ahnung, genauso wie man drüber nachdenkt, ja, einer hat blaue Augen und der andere hat grüne Augen, kriegt das jetzt blaue Augen, kriegt das grüne Augen, ist ja auch nicht gleich automatisch augenrassistisch. Gut, ich sagte, ich weiß jetzt nicht, man weiß natürlich nicht, mit welchem Ton sowas gesagt wird, vielleicht ist es rassistisch gemeint gewesen, ich weiß es nicht, aber es fehlen ja auch jegliche Beweise irgendwie so, da wird einfach irgendwas behauptet. Das finde ich auch mal persönlich super schwierig, dass einfach irgendwas behauptet wird, ohne irgendeinen Beleg, ohne irgendeinen, wo man wirklich sagt, der und das kann das bezeugen oder klar, gut, die beiden können natürlich sagen, ja, haben wir beide so erlebt. Kann man machen, aber wie gesagt, das ist dann zu Primetime mit einem 100-Millionen-Deal im Rücken und, oh, ja, und dann. Und ich denke mir auch, ey, wenn das so schlimm war alles, ey, dann legt doch all eure Titel ab. Also diese, und das finde ich halt, also im Interview kam ja, glaube ich, auch raus, dass sie ja schon vor der Hochzeit geplant haben. Also dieses, dann so ein Wegzug planen, aber noch diese ganze royale, mit dem ganzen Tamtam, diese Hochzeit mitzunehmen, die Titel mitzunehmen und dann abzurauschen und sagen, ja, ihr könnt uns alle mal, ne, kann man machen. Aber ich finde, dann kann man auch sagen, also muss man dann so einen 100-Millionen-Deal draus machen. Okay, kann man auch machen. Aber ich finde, wenn man so drauf scheißt so, ne, und sagt, das sind alles ganz schlimme Leute, dann soll man auch bitte schon seinen ganzen Titel ablegen und soll sagen, ey, habe ich nichts damit zu tun. Okay, ihr merkt, mich hat das ziemlich angetriggert. Und keine Ahnung, vielleicht läuft das Video auch wieder. Aber Gott. Ich mache manchmal schon mit mir selber Cancel Culture. Also das ist einfach meine ganz persönliche Meinung. Und wie gesagt,
würde ich jetzt auch nicht drüber reden, wenn die sich selber nicht so öffentlich machen würden. Aber vielleicht sehe ich es auch ganz falsch. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt über eure Gedanken. Und ja, wir werden es bald wiedersehen.